Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es hier wieder um die FIFA Mobile App. Wie ihr da gut Coins machen könnt. Also ich habe da jetzt auch Tipps rausgefunden, wie man da an Coins kommen kann. Und das handelt sich hierbei um Bronzespieler. Ich werde euch jetzt im Hintergrund Screenshots einblenden, weil wenn ich das jetzt als Video bringen würde, mein Handy, besser gesagt das Schneideprogramm vom Handy, das Aufnahmeprogramm, das nimmt das unscharf irgendwie auf, keine Ahnung, was da los ist. Also ich werde davon auf jeden Fall keine Videos mehr bringen, weil dieses Programm einfach nicht gut ist und es dann unscharf kommt. Das möchte ich euch dann nicht hochladen. Deswegen zeige ich euch einfach einen Screenshot, wie ihr das machen müsst. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon fast 300k. Ich hatte da, glaube ich, vor 2 Wochen angefangen, habe jetzt 2, 3 Tage nur da getradet und schon von, ich glaube, 70k hatte ich und jetzt bin ich bei 300k fast. Also ist auf jeden Fall gut. Ich zeige euch jetzt erstmal den Filter, wie ihr ihn einstellen müsst. Also wie gesagt, es geht um Bronzespieler. Bei denen bietet ihr wirklich auf jeden Bronzespieler 200 Münzen und das ist so leicht, da bekommt ihr wirklich so viele. Also wie gesagt, auf jeden einfach 200 bieten. Das können Leute machen, die nur 1000 Münzen haben. Das können Leute, die 10.000 Münzen haben. Und es ist so leicht. Wenn ihr dann nachschaut, wie viel die wert sind, seht ihr, dass jeder für Minimum 400 weggeht. Ihr könnt ja auch für 500 reinstellen, aber für 400 seid ihr die wirklich nach 10 Minuten los und macht pro Karte über 100 Münzen. Und das ist sehr, sehr gut, wie ich finde. Also, und das wäre es mit diesem Tipp schon gewesen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es nochmal wollt für die App, schreibt es gerne rein. Lasst sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da. Ciao, ciao, bis die Tage, meine lieben Freunde.